Heidiho Leute, willkommen zu Bögis Welt, Folge 165 und ja, wie ihr seht, der Gips ist ab, allerdings ist die Flunke immer noch geschwollen, dick, taub und ja, aber egal. Wir kommen zu einem Thema, was mich persönlich auch immer mal wieder bewegt. Und wir machen heute mal so 10 Fakten über den Darmwind. Ja, über den Pups, den Furz oder wie man das auch immer nennen mag. Ja, fangen wir mal mit dem ersten an. Was genau sind denn Furze? Außer, dass sie lustige, manchmal stinkende, manchmal geräuschstarke Ereignisse darstellen, handelt es sich eigentlich nur um eine Mischung aus verschluckter Luft, bei Vorgängen im Verdauungstrakt, wo durch Abbau von Zucker und Stärke durch Bakterien halt ein Gas entsteht. Und ja, das muss natürlich auch wieder raus, sonst hätte man ja einen Blähbauch. Ja, dann wäre man ein Blähboy, wenn man das nicht machen würde. Ja, und das passiert halt. Das passiert in jedem Menschen, jeden Tag. Ob man jetzt nun Männlein oder Weiblein ist, ist egal. Jeder Mensch furzt. Fakt 3102. Ist das gut, dass man furzt? Ja, natürlich. Weil, wenn man regelmäßig furzt, bedeutet das, man hat viele Ballaststoffe und du hast viele Bakterien im Darm, die deine Verdauung begleiten. Also es ist auch nichts Schlimmes, dass man furzt. Ja, es gilt eigentlich als unhöflich oder unsexy und so weiter. Es ist aber eine ganz normale menschliche Funktion wie das Atmen. Ne, weil auch durchs Atmen, wie gesagt, durch verschluckte Luft, die muss ja dann auch wieder raus. Kommen wir mal dazu, was denn das Furzen über die Gesundheit von einem aufdeckt. Da gibt es es gibt viele Arten von Furzen. Furzen, von Pupsen. Es gibt laute, es gibt leise, es gibt übelriechende, es gibt geruchslose. Aber was bedeuten sie alle? Zum einen, wenn es riecht, ist das der Schwefelwasserstoff, das Gas, was halt im Körper entsteht. Ja? Schwefel kommt in Vielzahl von Lebensmitteln vor. Brokkoli, Blumenkohl, Bohnen, ne, und so weiter. Und die sind halt sehr schwefelhaltig, die Lebensmittel. Also wenn ich gesund vegan ernährst, hast du auch einen gut riechenden, Also, das lässt sich auch so gut wie nicht vermeiden bei gesunder Ernährung. Der nächste Fakt hingegen dreht sich um extrem stinkende Furze, die indes ein gesundheitliches Problem aufzeigen können, dem man Beachtung schenken sollte. Zum Beispiel, wenn man Milchprodukte isst
und sofort den Drang hat, das Gas rauszulassen. Es könnte auf eine Laktoseintoleranz hindeuten. Ne? Können, müssen aber nicht. Genauso, wenn man permanent nur stinkende Fürze von sich gibt, egal was man gegessen hat, könnte es auf ein chronisches Problem hindeuten. Reizdarmsyndrom oder, ne, oder eine Gastroenteritis zum Beispiel. Also wer nur stinkende von sich gibt, dabei ist egal ob laut oder leise, ne, also extrem stinkend. Ne, damit meine ich also Kuhhaufen mal Schweinestall mal 10. Ja, dann sollte man doch mal den Arzt aufsuchen und ihm das einfach mal so nett sagen. Ne, ist ja nichts Unmenschliches, was da passiert. Hast du vorwiegend geruchslose Fürze, dann ist das auch ganz normal, weil nur jeder zehnte Furz in etwa stinkt. Ne, also 90% aller Fürze sind nur angesammelte Luft, die wieder raus will aus dem Magen- und Darmtrakt. Und zu 10% riechen die Fürze halt, weil schwefelhaltiges Essen zu sich genommen worden sind. Aber es kommt halt immer so ein bisschen auf die Ernährung an. Und ja. Wie viel Furzen ist denn überhaupt normal? Also ungefähr, wenn man so 20 mal, 25 mal am Tag pupsen tut, ist das alles noch im ganz normalen Bereich. Ja, das heißt, so jede Stunde einmal ist vollkommen in Ordnung, auch nachts. Ja, also so 20, 25 Furze, brauchst du ja keine Gedanken machen. Nur wenn es dann mehr wird, wenn du so alle Viertelstunde, dann solltest du auch vielleicht eine mögliche Nahrungsmittelallergie überprüfen lassen. Gerade wenn diese Furzerei gleich nach dem Essen auftritt. Jo. Oder du hast hastig gegessen und das Essen runtergeschlungen und damit eine Menge Luft. Ist auch nicht so gut. Ne? Immer schön kauen und ja. Wenn es nicht der eigene Pups ist, kann der Übelgeruch eines Furzes einen schon manchmal genügend Anlass geben, um mal so flugs den Raum zu verlassen. Ja, weil fremde Pupse vertragen wir schlechter als den eigenen Geruch, also die eigenen Pupse. Ja, also man empfindet eigene Pupsen nicht so schlimm wie fremde Pupse. Und es ergab auch, dass dieser Geruch von den Fürzen, von diesem Schwefelwasserstoff, also von dem Gas, auch Vorteile haben kann. Ne? Wenn die furzende Person, die ihre eigenen Fürze riecht, kann zu längerem Leben verhelfen und sogar stellenweise Demenz unterdrücken. Ja? Hat mit dem Pups an sich nicht, also es hat nur mit dem Schwefelwasserstoff zu tun, in geringen Mengen. Ja. Ja, und auch bei Herzerkrankung, Diabetes oder Arthritis kann an eigenen Fürzen zu riechen gesundheitsfördernd sein. Dabei gilt das Motto, je stinkender, umso besser. Warum das so ist, ist unserem Ökosystem im Darm geschuldet.
Wenn Zellen durch Krankheiten zum Beispiel gestresst sind, ziehen sie Enzyme ein, um winzige Mengen Schwefelwasserstoff zu erzeugen. Ne, so bleiben die Gefäße in Bewegung und die Zellen können überleben, also können leben. Geschieht dies nicht, sterben die Zellen ab und verlieren die Fähigkeit, das Überleben zu regulieren und Entzündungen zu kontrollieren. Sagt Dr. Mark Wood, ein amerikanischer Mensch, der hier diese Studie rausgebracht hat. Und obwohl der Schwefelwasserstoff ja ein stechendes, übelriechendes Gas ist, wird es auf natürliche Weise im Körper produziert und ist ein wahrer Held im Gesundheitswesen. Ne? Der erhebliche Auswirkungen auf eine Vielzahl von Krankheiten hat. Ja. Also, nicht schmieren, Pups drauf los. Wenn sie leise sind, kriegt es ja keiner mit. Es sei denn, man riecht sie. Ja. Wegen der Lautstärke komme ich jetzt zum letzten Fakt. Furzgeräusche werden tatsächlich nur durch das Flattern der Pobacken erzeugt. Nicht durch den Furz selbst. Ja, also wenn durch den Anus der Wind hinauskommt und die Pobacken, dann scheppert es halt mal lauter oder leiser. Ja? Ja. Das waren kurz 10 Fakten übers Pupsen. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Meinen Damen geht's ausgezeichnet. Und ja, wir sehen uns dann demnächst bald wieder bei unnützen Fakten. Ich wünsche euch was. Ciao.